Im nächsten Abschnitt geht es jetzt um die Pumpe. Und auch hier gilt wieder, dass Sie sich bitte das selber dann durchlesen erstmal, sich die Abbildung ganz genau anschauen, wie die Pfeile laufen, vielleicht auch eine kleine deutsche Übersetzung sich der Worte überlegen und dann eben erklären können, wie diese Dosierschleife funktioniert. Also erstmal bitte auf Pause drücken und selber verstehen die Aufgabe 4.1 und beantworten. An dieser Stelle sollten wir vielleicht gerade zu Beginn klären, warum denn so ein hoher Druck erforderlich ist. Also die HPLC, die arbeitet mit bis zu 600 Bar Druck. Das kann man sich kaum vorstellen. Das ist das 600-fache vom normalen Luftdruck. Und das sucht man sich ja nicht freiwillig aus. Das können Sie sich vorstellen, was das für Belastungen bedeutet für das Material. Deswegen hat man auch solche massiven Bauteile. Wenn Sie mal vorher die Abbildung angeschaut haben, hier haben Sie eine Stahlsäule, ne, mit fetten Muttern hier und Hochdruck muss das alles auf Hochdruck ausgelegt sein. Und leider ist es eben so, dass man die Trennung nicht anders funktioniert. Also man sucht sich das nicht aus. Aber die stationäre Phase ist so feinkörnig, dass die mobile Phase da durchgepresst werden muss, damit die überhaupt weiterläuft. Also das Material ist sehr, sehr, sehr eng und dicht gepackt hier und entsprechend braucht man sehr hohe Drücke. Warum ist es so eng und dicht gepackt? Naja, dass man sehr viel Trennbereiche hat, sehr große Trennoberflächen hat. Da muss es eben sehr feinkörniges und sehr dicht gepacktes Material sein. Und das ist halt leider dann so, dass man sehr hohe Drücke braucht, dass da überhaupt was durchgeht. So, bei der hydrophoben Interaktionschromatographie, Sie haben es ja vorher gelesen, das sind keine so hohen Drücke erforderlich. Da gibt es sogenannte Gravity Columns, die arbeiten sogar mit dem normalen Luftdruck, also einfach durch die Schwerkraft läuft dann eben die Flüssigkeit einfach durch und man fängt einfach unten die Probe auf. Das gibt es dort auch. So, bei der Probeauftragung, da hat sich eine solche Dosierschleife häufig bewährt und ist auch sehr häufig im Einsatz. Die finden Sie hier bei der allerersten Abbildung hier dargestellt, dieses Dosiersystem. Und Sie sehen hier Sample Loop, also die Probeschleife. Die ist hier auch nochmal angedeutet, diese Schleife. So, ich nenne das Ganze mal Position A und Position B. So, was macht man bei der Position A? Da wird hier die Probe eingespritzt. Hier steht ja auch from syringe, also von der Spritze. Wird hier ein Überschuss an Probe eingespritzt. Es ist völlig egal, wie viel Sie eigentlich einspritzen. Es muss eine gewisse Mindestmenge sein. Also viel, also einige Male die Spritze aufziehen und einfach hineinbefördern, Luftblasen frei. Und alles, was Sie hier hineinbefördern an Flüssigkeit, an Probeflüssigkeit, wird hier, wenn Sie mal hier den Verlauf folgen, dieser blauen Linien, wird hier in die Probeschleife befördert. Die Probeschleife ist zu Beginn noch mit reiner mobilen Phase gefüllt und jetzt nach und nach verdrängt die Probeflüssigkeit die mobile Phase und sie spritzen öfters ein, sie ziehen die Spritze oft auf, sodass sie wirklich sicher sind, nach ein paar Einspritzvorgängen, dass die gesamte Probeschleife jetzt nur noch ausschließlich mit Probelösung gefüllt ist und die mobile Phase komplett verdrängt wurde und auch keine Verdünnungseffekte eben aufgetreten sind. Deswegen eben mehrmals einspritzen. Wie viel genau Sie einspritzen, spielt überhaupt keine Rolle. Wie viel letzten Endes nachher auf die Säule gelangt, legt eben genau diese Probeschleife fest, deren Volumen. Das ist das Entscheidende, was nachher auf die Säule kommt. Es ist nicht entscheidend, wie viel Volumen Sie hier einspritzen, sondern die Überschüsse, die Sie hier einspritzen, die gelangen sowieso, wenn Sie hier mal schauen, in den Abfall, also to waste. Und Sie müssen bloß dafür sorgen, dass Sie häufig genug eingespritzt haben, dass auch wirklich das komplett hier mit der Probe gefüllt ist. So, während Sie das hier in Ruhe einfüllen, arbeitet die Pumpe weiter und die ist sozusagen kurz geschlossen und die mobile Phase, die wandert der Pumpe, die wandert sozusagen so lange direkt auf die Säule, während Sie eben die Probeschleife füllen. Und wenn Sie das gemacht haben, mit einer lässigen Handbewegung drehen Sie dann diesen Schalter und dann kommen Sie in die Position B. Was passiert jetzt bei der Position B? Wenn Sie mal hier sich das Diagramm anschauen, da ist es eben jetzt so, dass die mobile Phase von der Pumpe, die wird jetzt sozusagen genutzt, um die Probeschleife zu entleeren. Und der Inhalt der Probeschleife, der gelangt dann sozusagen auf die Säule. Der wird also durch die mobile Phase, wird er jetzt eben auf die Säule gedrückt. Und dann beginnt halt eben die Analyse. Meistens ist da auch ein kleiner Sensor dabei, sodass dann auch die Stoppuhr beginnt, sage ich mal, also dass die Zeit beginnt zu laufen und das Chromatogramm dann aufgezeichnet wird, wenn Sie eben diesen Schalter drehen. Das ist also dann die Probeauftragungsposition.
Sie können als Text hier bei der Aufgabe folgendes schreiben. Also Position A und Position B. Position A, es wird ein Überschuss an Probeflüssigkeit eingespritzt, so dass gewährleistet ist, dass die Probeschleife restlos mit Probe gefüllt ist. Das Schleifenvolumen legt fest, wie viel Probeflüssigkeit auf die Säule gelangt, nicht das eingespritzte Volumen. So, und die Position B, da wird die Probeschleife wird geleert und Probe auf die Säule geladen. Das können Sie also als Musterlösung übernehmen. Übrigens spielt es überhaupt keine Rolle, wie groß dieses Schleifenvolumen, also ob das Schleifenvolumen hier genau bekannt ist. Das kann sich während der Lebenszeit dieser Probeschleife auch ändern. Also niemand weiß ganz genau, wie viel Mikroliter das sind. Das spielt auch keine Rolle, auch wenn man das Volumen nicht genau kennt, weil man macht ja auch einen Referenzlauf neben dem Probelauf und dann kann man durch Kalibrierungen rausbekommen, wie viel Gehalt nachher am Analyten in der Probe drin war. Das muss also gar nicht mal genau bekannt sein. Es gibt auch Autosampler, die können das Ganze eben vollautomatisch dann auf die Trennsäule aufbringen. Das gibt es dann auch. Es hat dann den Vorteil, dass man zum Beispiel die Apparatur nachts laufen lassen kann und keinen Laboranten braucht, der das ständig bedient. So, dann als nächsten Abschnitt lesen Sie bitte Nummer 5 durch und auch hier schauen Sie sich das Diagramm an und versuchen Sie eine Antwort zu finden auf die entsprechende Frage. Genau. Also hier beim Detektor, der hat ja die Aufgabe, das Eluat zu untersuchen, also die Flüssigkeit, die gerade vorbeiläuft und die darin enthaltenen Analyte. Und es ist halt leider so, dass die Basislinie häufig sich ein bisschen ändert. Die sollte, das ist praktisch die Nulllinie, kann man sagen, wenn nur reine mobile Phase vorbeikommt, die sollte eigentlich schön waagrecht sein. Allerdings kann es zu einem sogenannten Drift kommen. Das heißt zum Beispiel, weil der Detektor während der Betriebszeit immer wärmer wird, dass der eben in seiner Empfindlichkeit so verändert wird, dass halt diese Basislinie eben nicht schön waagrecht läuft, sondern wie hier einen gewissen Drift besitzt. Die Basislinie, das wäre also diese gedachte Nulllinie, die da durchläuft und die zeigt hier einen deutlichen Drift. Sie sehen auch, dass das Signal verrauscht ist, gerade in diesem unteren Bereich. Hier oben ist es nicht verrauscht im Bereich der Peaks, aber hier unten ist es verrauscht. Wie kommt es zustande? Der Detektor versucht ja immer, die Analyte zu quantifizieren, die drin sind. Und am unteren Ende der Nachweisgrenze, wenn praktisch da gar nichts mehr drin ist, dann sind praktisch ganz kleine Änderungen der Zusammensetzung werden stark vervielfältigt, das Signal, und es führt eben zu einem solchen Rauschen. Wenn da drei Moleküle von irgendetwas anderem vorbeilaufen, dann an diesem unteren Ende der Nachweisgrenze merkt das der Detektor gerade so und versucht das Signal zu verstärken. Und deswegen kommt es eben zu einem solchen verrauschten Signal. Typischerweise ist es eben am unteren Ende der Nachweisgrenze der Fall. So, und auch da gibt es eben solche ganz kleinen Auf- und Abs. Wenn allerdings irgendwann mal ein kritischer Wert überschritten wird, dann erkennt die Software, die man da angeschlossen hat, das Ganze als Peak an. Das ist also eine Frage der Software und des Algorithmus, ab wann er das noch als Rauschen interpretiert, oder wann das Programm davon ausgeht, ah ja, da kommt wirklich jetzt ein Analyt vorbei und das Ganze als Peak dann interpretiert, ne? Und kann man genau im Programm einstellen, wo da die Grenzen sind, was noch Rauschen ist, was eben ein Peak darstellt. Sie können hier als Musterlösung einfach folgende Sachverhalte aufschreiben. Das Rauschen, das meint die zittrige, unechte Messwerte ohne analytischen Hintergrund. Das heißt Artefakte der Messelektronik am unteren Ende der Nachweisgrenze. Das meint eben dieses Rauschen. Artefakte, das heißt künstliche Sachverhalte, ne, die keinen analytischen Hintergrund haben, den man haben will. So, das Signal meint halt eben, wenn der Messwert im Vergleich zu seinen unmittelbaren Messwertumgebung einen Schwellenwert überschreitet, wird er als echter Peak interpretiert. Das heißt, das ist in der Software eben eingestellt. Und der Drift, das meint eben die allmähliche Änderung der Basislinienhöhe, zum Beispiel aufgrund der Erwärmung des Detektors und seiner Empfindlichkeit. Als nächstes habe ich Ihnen zwei Detektoren auf das Arbeitsblatt gemacht, die sehr häufig verbreitet sind. Einmal der UV-Vis-Detektor und einmal der Brechungsindex-Detektor.
Lesen Sie sich mal bitte das zum UV-Vis-Detektor bzw. Diodenarray-Detektor in Ruhe durch und versuchen Sie die Antwort zu finden auf die beiden folgenden Fragen. In jedem Fall beginnt das Ganze mit einer polychromatischen weißen Lichtquelle. Das heißt, wir haben hier den Beginn, sozusagen, wo die elektromagnetische Strahlung sozusagen ihren Anfang nimmt. Und das gelangt in jedem Fall erstmal durch eine langgestreckte Durchflusszelle. Im Gegensatz zu dieser 1-Zentimeter-Küvette, die Sie meistens bei der Photometrie einsetzen, ist die sehr lang gestaltet. Naja, was der Hintergrund ist, ist das Lambert-Beer'sche Gesetz. Je größer die Schichtdicke, also je länger die Schichtdicke, desto empfindlicher wird ein Stoff detektiert. Und deswegen, wenn man eine langgezogene Durchflusszelle nimmt, dann reichen schon kleinste Mengen an Analyten aus, um schon eine messbare Absorbanz zu erzeugen. Das ist also die Antwort auf die Aufgabe 5.2b. Warum ist die Durchflusszelle so lang gestaltet? Weil einfach nach dem Lambert-Beer'schen Gesetz eben dann die Empfindlichkeit steigt. Natürlich geht es auf Kosten der Auflösung. Es könnte ja theoretisch sein, dass hier ein Stoff, der hier eluiert wird, ein anderer ist wie hier. Also letzten Endes nimmt die chromatographische Auflösung dadurch etwas ab. So, auf jeden Fall, in diesem Fall ist es hier so gezeichnet, dass wir ein optisches Gitter haben. Das heißt, wenn wir die CD nehmen und die uns hinten anschauen, dann haben wir, kennen Sie ja alle, dann haben wir ja diese Regenbogenfarben, die man da erkennen kann. Und das ist ein Beispiel für ein solches optisches Gitter. Das heißt, die feinen Rillen einer CD, die sorgen dafür, dass halt das Licht je nach Wellenlänge unterschiedlich gebrochen wird. Und wenn man ein solches optisches Gitter nimmt, dann hängt also der Brechungswinkel von der Wellenlänge ab. Und das ist hier eben bei diesem Diodenarray-Detektor auch der Fall. Sie sehen hier diese kleinen feinen Rillen. Und je nach Wellenlänge wird halt das Licht unterschiedlich gebrochen. Und dieses Licht, dieses Lichtfeld, was man dann hat, das wird eben auf die Detektoren, auf so ein flächiges Bauelement, auf den Diodenarray gestrahlt. Man braucht keine rotierenden Bauteile, sondern alle Wellenlängen werden gleichzeitig erfasst. Sowohl die blauen, die grünen, die roten und so weiter, auch der UV-Bereich. Zu jedem Zeitpunkt werden bei allen Wellenlängen die Absorbanzen bestimmt. Und so kann man sich ganze Spektren anzeigen lassen von jeder beliebigen Sekunde während des chromatographischen Laufs. Und deswegen sind solche Diodenarray-Detektoren auch sehr weit verbreitet, weil man nicht nur ein Messsignal, ein einzelnes hat, sondern man kann, hat ein gesamtes Spektrum für nachher für die Auswertung und für die Identifizierung. Die Alternative für einen solchen DAD, das ist wie ein Diodenarray-Detektor, wäre ein normaler UV-Vis-Detektor mit einer fest eingestellten Wellenlänge, die mit Hilfe eines Prismas oder so etwas eingestellt werden kann. Das gibt es also auch. Aber der Trend geht auf jeden Fall hin zu diesen Diodenarray-Detektoren. Das führt auch gleich zur Aufgabe 5.3 über. Begründen Sie kurz, dass eben bei der hydrophoben Interaktionschromatographie selten solche DADs zu finden sind. Das hängt einfach damit zusammen, dass solche DADs einfach analytisch sehr wichtig sind, um die einzelnen Proteinbestandteile zu identifizieren. Bei der HIC ist es aber, die ist eher ein präparatives Verfahren. Da muss man keine Proteine identifizieren. Da reicht ein einfacher Detektor. Das soll einfach uns sagen, ob da gerade ein Protein ankommt oder nicht, da mit einer voreingestellten Wellenlänge. Da ist es also nicht so wichtig, dass man da einen Hightech-Detektor hinten dran geschaltet hat. So, ein UV-Vis-Detektor oder ein DAD, der kann natürlich nur Stoffe detektieren, die ein solches UV-Vis-Spektrum besitzen. Aber sehr viele Analyte sind UV-Vis inaktiv und die will man ja auch identifizieren können. Dafür nimmt man einen Brechungsindex-Detektor. Lesen Sie sich mal bitte diesen Abschnitt entsprechend durch erstmal. Der Brechungsindex-Detektor, das ist hat auch seine Vorzüge. Das ist nämlich ein Universaldetektor. Und zwar kann der alle Stoffe, die es überhaupt gibt, detektieren, weil alle Stoffe irgendwie den Brechungsindex beeinflussen. Und wenn halt die mobile Phase noch einen Analyten enthält, dann führt es eben dazu, dass sich der Brechungsindex ändert. Hier haben Sie die Referenzzelle, da ist die pure mobile Phase drin und hier ist die Messzelle. Da kommt also der Eluent mit der Probe durch. Und wenn sich die beiden unterscheiden in ihrer Zusammensetzung, wird das Licht eben gebrochen und wird dann eben erfasst, dieser Brechungswinkel. Und je mehr
Analyt drin ist, desto stärker ist der Unterschied im Brechungswinkel im Vergleich zur mobilen Phase pur. Das Ganze muss natürlich sehr genau temperiert werden, weil eben der Brechungsindex stark temperaturabhängig ist. Des Weiteren können Sie sich vorstellen, wenn man eine Gradiententrennung nutzt und sich die Zusammensetzung der mobilen Phase ändert, dann ändert das schon allein für sich den Brechungsindex und dann ist es schwierig, hier mit so einer Referenzzelle zu arbeiten, weil man weiß ja, bei der Pumpe weiß man noch, wie die Zusammensetzung ist der mobilen Phase. Aber wie schnell dieser Stoff eben hier durchläuft und am Detektor ankommt, ist nicht bekannt. Deswegen ist die genaue Zusammensetzung der mobilen Phase am Detektionszeitpunkt gar nicht genau bekannt. Und deswegen gibt es auch da Probleme mit dem Brechungsindexdetektor. Da kann man eben keine solche Referenzzelle benutzen. Man weiß nicht, wie die aktuelle Zusammensetzung gerade ist der mobilen Phase und kann dann eben keinen solchen Referenzwert angeben. Deswegen wird er eben auch nicht genutzt bei einer Gradiententrennung. Es ist ein Universaldetektor, allerdings bleibt er in seiner Empfindlichkeit deutlich zurück. Und das ist auch die Aufgabe 5.4 gewesen, welchen Detektor man nehmen würde bei der Auftrennung von Proteinen und Peptiden. Natürlich nimmt man da lieber den UV-Vis-Detektor oder den DAD, weil eben solche Peptide oder Proteine UV-aktiv sind, denn die besitzen bis zu einem gewissen Grad aromatische Aminosäurereste und können eben da absorbieren. Und da dieser Detektor empfindlicher ist, bietet es sich eben auch an, einen solchen zu benutzen. Die Identifizierung eines Analyten, die läuft eigentlich analog zur Dünnschichtchromatographie. Bei der DC war es ja so, Sie haben immer Ihre Probe aufgetragen an einer Stelle und Sie haben eine vergleichende Chromatographie gemacht. Das heißt, Sie haben auf die gleiche DC-Platte eben auch einen Referenzfleck aufgetragen und dann sind Sie hergegangen und haben geschaut, ob der Probebestandteil, den Sie identifizieren wollen, von der Laufstrecke her oder vom RF-Wert gleich ist mit diesem Referenzfleck. Und dann haben Sie gesagt, ah ja, das muss dann dieser Stoff sein. Außerdem haben Sie vielleicht auch noch die Farben so ein bisschen verglichen. Analog dazu ist es bei der HPLC so, Sie machen das eben anhand von Referenzläufen unter den gleichen Bedingungen wie der Probelauf. Das geht natürlich nicht simultan, gleichzeitig, mit einer kleinen Einschränkung, wie wir gleich sehen werden, sondern Sie machen die beiden Läufe hintereinander und wenn zwei Stoffe einen identischen Retentionszeit besitzen, also gleich lange brauchen bis zum Detektor unter den gleichen Bedingungen, dann ist das ein ganz starkes Indiz, dass es sich um denselben Stoff handelt. Sicher kann man sich allerdings nicht sein, weil, wie hier bei der DC, Sie wissen es ja selber zu Genüge, kann es sein, dass sich zwei Stoffe, die sich vielleicht chemisch nur etwas unterscheiden, vielleicht Cis-Trans-Isomere oder so etwas, eine sehr ähnliche Retentionszeit besitzen. Und dann weiß man jetzt nicht, ist es der eine oder der andere Stoff. Und das kann natürlich bei der HPLC auch passieren. Es gibt sehr viele Stoffe, die ähnliche Retentionszeiten besitzen. Es kann also wirklich nur ein Indiz sein, wenn die Retentionszeit identisch ist. Es gibt eine kleine Alternative, die man auch machen kann. Und zwar, Sie können dem Probelauf selbst noch ein Protein zusetzen, ein bekanntes Protein zusetzen. Und der Probe selbst während dem Probelauf. Und wenn dann ein Peak größer wird von der Fläche her, dann wissen Sie, der ursprüngliche Peak, das war der entsprechende Stoff. Weil Sie geben ja noch zusätzlich von demselben Protein dazu und entsprechend muss natürlich die Peakfläche dann zunehmen. Dann kann man eben wissen, ah ja, dieser Peak muss dem und dem Protein entsprechen. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Also auf jeden Fall der Probe mit dem zu identifizierenden Protein wird das vermutete Protein zugegeben und dann kommt es eventuell zu einem Zuwachs der Peakfläche. Dann wissen Sie, der Peak entspricht dem entsprechenden Protein. Dann können Sie zum Beispiel diesen Peak quantitativ auswerten. Und dann gucken, wie viel eben von dem Analyten in der Probe drin war. Was natürlich auch passieren kann, ist, dass ein völlig neuer Peak entsteht. Und dann wissen Sie, das ursprüngliche Protein war nicht in der Probe enthalten, weil da, wo vorher kein Peak vorhanden war, da ist jetzt plötzlich ein Peak da. Dann wissen Sie, das war entsprechend nicht drin. So. Auch das ist allerdings nur ein Indiz und kein Beweis, dass es derselbe Stoff ist. Es bleibt, wie gesagt, so ein Problem, was man eben auch schon bei der DC hat. Bei der DC sind sie hergegangen und haben vielleicht auch noch so ein bisschen die Farben abgeglichen, ob das sein kann, ob dieser vom Farbton her das identisch ist. Und auch bei der HPLC ist es analog dazu.
Wenn Sie einen UV-Vis-Detektor benutzt haben, dann können Sie natürlich auch und sich die ganzen Spektren haben aufnehmen lassen mit dem Dioden-Array-Detektor, dann können Sie eben die vergleichen. Also eine Identifizierung, eine genauere, setzt zum Beispiel voraus, dass man die UV-Vis-Spektren aufgenommen hat mit dem Dioden-Array-Detektor. Der misst zu jedem Zeitpunkt, misst er am Detektor das gesamte Spektrum und zeichnet sie auf. Der braucht einen ziemlich großen Speicher natürlich. Und in Bruchteilen von einer Sekunde kann er eben das gesamte Spektrum aufnehmen. Und wenn Sie ein solches Chromatogramm dann haben, ganz am Ende, bei einer bestimmten Messwellenlänge ausgedruckt, dann können Sie dem DAD sagen, zeig mir bitte das gesamte Spektrum zu diesem Zeitpunkt an. Und dann spuckt Ihnen der DAD eben das Spektrum aus bei diesem Zeitpunkt. Und Sie können jetzt hergehen und können dann anhand dieser Absorptionsmaxima Ihren Stoff identifizieren, weil diese Lambda-Max, die sind ja charakteristisch für einen Stoff, die Wellenlänge, bei dem die auftreten. Und Sie können das also mit irgendwelchen Referenzspektren abgleichen und dann anhand auch der ganzen Spektrumsform, der Form des Spektrums, können Sie eben diesen Stoff dann relativ eindeutig dann identifizieren. Diese beiden Möglichkeiten werden also genutzt. Und warum soll man das Ganze identifizieren? Weil man eben nachher den Stoff mit der HPLC auch quantifizieren kann. Also das geht mit Hilfe dieser Flächen, wie viel von dem Stoff entsprechend drin war. Und dafür gibt es aber ein eigenes Lernskript.